Ihr habt in den Bergen eine Art Kolosseum gefunden. Ein Mann namens Hansen behauptet, hier hätte es in vergangener Zeit legendäre Feste gegeben, zu denen sich ein Weg durchs Gebirge öffnete. Damit Feierwütige aus allen Himmelsrichtungen nach Wackenstein strömen konnten. Euch erscheint es unwahrscheinlich, dass es an solch einem abgelegenen Ort ein großes Fest geben soll. Laut Hansen eröffnet der blinde Wächter eine große Stalle das Fest und gibt den Weg nach Westen frei. Um ihn zu wecken, müsste man einen Ochsenschädel verbrennen, eine Glocke erklingen lassen und Kräuter in einem Becken verbrennen. Verrückt. Ja. Ihr habt die Mufodania einer großen Stadt in Vairun, die von den Orks überrannt wurde, drei neue Beräte bekommen. Den unglaublichen Rondario, den Magister Technicus Forgas und Namora, eine ungewöhnlich attraktive Menschenfrau. Gemeinsam mit ihnen sucht ihr einen Weg in den Westen, um zur Festung Eisenwart hoch im Roten Gebirge zu gelangen. Mhm. Also erstmal nehmen wir den Beutel hier mit. Ah, das muss Hensens Beutel mit den Kräutern sein. So, da ist eine Halterung, die wir betrachten können. Auf diesem Turm aus Holzscheiten soll der Ochsenschädel verbrannt werden, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Kräuter können wir in die Feuerschale werfen, bringt nur nichts. Also wir haben mehr als genug Kräuter. Hm, irgendwas haben wir nicht richtig gemacht. Also, wo sind sie denn? Da. Kräuter, die man in der Blickszene findet und verbrennen muss. Da ist wahrscheinlich ein Rechtschreibfehler drin, dem nie jemand aufgefallen ist. Eine Halterung, an die man etwas hängen kann, muss für die Glocke sein, die Hansen erwähnt hat. Ja, da oben ist übrigens noch eine Feuerschale. Ja, und der blinde Wächter sieht ziemlich menschlich aus. Okay. Wir könnten nochmal mit Hansen reden. Mit unserem restlichen Team können wir nicht reden. Also machen wir uns wieder auf den Weg. Orks jagen. Eine Glocke kaufen. Noch mehr Orks jagen. Diebe jagen. So, ich gehe mal über den Anleger weiter. Euer Weg führt euch erneut zum... Ihr lasst die Minneburg. Wir gehen nicht in die Minneburg. Ihr kommt an einen leeren Anleger am Wortsee. Auf dem See könnt ihr einige Fischerboote sehen und am anderen Ufer ist ein kleines Dorf. Ah, Pfahlbach, ein idyllisches Örtchen und die Töchter des Müllers. Ah, hm. Ruft den Fischer heran. Holla, könnt ihr uns ans andere Ufer übersetzen? Zunächst glaubst du, der Fischer habe dich nicht gehört. Doch dann dreht er bei und nähert sich dem Ufer. Als das Boot fast bei euch ist, ruft der Fischer zurück. Zwerge? Habt ihr euch verlaufen? Na, was soll's? Ich bin Samuel. Wenn ihr rüber wollt, wird euch das was kosten. Essen für 10 Tage oder 20 Gold, was immer euch lieber ist. 20 Gold. Du überreichst Samuel das Gold und nach einer langen Diskussion mit den Zwergen in der Gruppe folgt ihr ihm ins Boot. Am anderen Ufer springen die Zwillinge praktisch aus dem Boot, sobald das rettende Ufer in Reichweite ist. Wir hätten sterben können. Ich hoffe, das war es wert, Gelehrter. Mhm. Ah, diese Orks sind hartnäckig. Rennt nicht weg. Ah, jetzt hauen sie schon wieder ab. Ich will euch töten. Na gut, dann räuchern wir erstmal die Diebe aus. In der Böschung eines ausgetrockneten Flussbetts könnt ihr eine Höhle ausmachen, in der einige kleine Feuer brennen. Wachen seht ihr nicht, also nähert ihr euch vorsichtig. Männer und Frauen springen auf, als sie euch bemerken. In den ausgemergelten Gesichtern steht stummes Entsetzen. Als ein kleines Mädchen schreiend vor euch davonläuft, weiß das ganze Lager Bescheid und eine Gruppe von Männern und Frauen kommt aus der Höhle. Sind sie das? Deine Wohltäter? Tavia, die neben dem Mann aus der Höhle gekommen war, nickt. Wer seid ihr? Der Mann sieht Tavia ähnlich. Auch in seinem Gesicht kämpft trotzige Entschlossenheit mit Müdigkeit und Resignation. Ich bin Geralt,
Tavias Bruder. Ich habe diese Leute aus Tabain hierher geführt. Du siehst dich um. Du schätzt, dass es vielleicht 10 Familien sind, weniger als 50 Menschen. Die Hälfte davon Kinder und Jugendliche. Ja, das kenne ich übrigens noch gar nicht, weil als ich es privat gespielt habe, habe ich das hier vergeigt, muss ich zugeben. Tavia konnte nicht wissen, dass sie jemand gefolgt ist. Ihre Schwester konnte nicht wissen, dass sie verfolgt wird. Namora hatte ein Talent, nicht gesehen zu werden. Sie hätte gar nicht erst nach Seegrund gehen dürfen. Ich wusste, dass nichts Gutes dabei herauskommen würde. Wie ist die Lage in Tabian? Tabain ist ein fruchtbares Land im Norden. Viel wichtiger dieser Tage aber, im Osten grenzt es an das Tote Land. Wie ist die Lage in Tabain? Geralts Blick verändert sich. Es wirkt, als schaue er durch dich hindurch. Das Tote Land wütet. Es vergiftet den Geist und wer einmal davon besessen ist... Geralt blickt auf seine Hände, die er unwillkürlich zu Krallen gemacht hat. Sie erkennen dich nicht mehr. Brüder, Mütter, Kinder. Mein Schwager. Ich musste ihn... Mit erkennbarer Mühe reißt er sich von den schrecklichen Erinnerungen los. Wir können nur hoffen, dass es den Magi bald gelingt, eine neue Barriere zu errichten. Du bringst es nicht über dich, ihm diese Hoffnung zu nehmen. Ja, Tavia ist auf eigene Faust nach Seegrund gegangen. Tavia ist auf eigene Faust nach Seegrund gegangen? Unser Gold war weg und unsere Vorräte gingen trotz halber Rationen zur Neige. Ich sagte, wir sollten uns einfach nehmen, was wir brauchen, wenn uns niemand helfen will. Doch meine Schwester wollte davon nichts wissen. Sie nahm den Brautschmuck unseres Dorfes, das Wertvollste, was wir mitgenommen haben, und machte ihn ohne mein Wissen zu Geld. Damit ging sie mit einigen Männern nach Seegrund. Ich war außer mir, als ich davon erfuhr. Doch dann kam sie mit Verpflegung und Saatgut zurück. Und ich dachte, sie hätte es wirklich geschafft. Er lacht freudlos auf, schüttelt den Kopf. Für einige Minuten glaubten wir, wir wären gerettet. Was stimmte mit dem Saatgut aus Seegrund nicht? Das wissen wir ja, es ist vergammelt. Was stimmte mit dem Saatgut aus Seegrund nicht? Wir glaubten, das Glück sei uns endlich gewogen. Wir hofften auf einen neuen Anfang. Doch dann entdeckten wir, dass das meiste Saatgut vergammelt und unbrauchbar war. Sie hat sich von dem verfluchten Verwalter über den Tisch ziehen lassen. Wir setzten uns alle zusammen und berieten, was zu tun sei. Die Mehrheit war dafür, nach Seegrund zu gehen und uns zu nehmen, was uns zustand. Um jeden Preis. Am nächsten Morgen war Tavia verschwunden. Mir war klar, dass sie nach Seegrund zurückgekehrt war. Wir wollten ihr ein paar Tage geben und uns so lange auf unseren Angriff vorbereiten. Wir brauchten Waffen und wir brauchten einen Plan. Ja, ich bin hier, um die Vorräte und das Saatgut zurückzuholen. Kann ich nicht was anderes nehmen? Die Vorräte und das Saatgut, wo sind sie? Geralt wirft einen Blick auf deine Begleiter. Das Saatgut ist größtenteils unbrauchbar. 4-5 Säcke brauchbares Korn werden am Ende übrig bleiben. Die Vorräte haben wir verteilt. Sie werden uns über die nächsten Wochen bringen. Gib mir das Saatgut, alle Vorräte, die ihr gestohlen habt. Ihr könnt das Saatgut behalten, aber gibt uns die Vorräte. Wenn wir wenigstens das Saatgut zurück nach Seegrund bringen könnten, das die Bäume beruhigen. Behaltet das Zeug einfach. Ihr benötigt das Saatgut und die Vorräte dringender als die Leute in Seegrund. Behaltet beides. Geralt starrt dich an. Erst nach einigen Sekunden klappt er seinen Mund zu. Ich danke euch vielmals, Herr. Als ich euch schwer bewaffnet hier auftauchen sah, dachte ich, jetzt ist alles aus. Wie könnte man jemals rechtfertigen, Menschen auf der Flucht sterben zu lassen, wenn man selber genug hat, um zu teilen? Überall um dich herum siehst du müde, aber glückliche Gesichter. Die Menschen atmen erleichtert auf. Wisset, Herr Zwerg, wann immer ihr Hilfe braucht, werden wir euch zur Seite stehen. Wir können euch nicht viel bieten, aber ein paar kräftige Arme für den Kampf bekommen wir zusammen. Wir haben hervorragende Bogenschützen in unseren Reihen. Du nickst und freust dich, neue Freunde gewonnen zu haben. Auf Wiedersehen. Bald, mein Freund. Gut. Dann geht's jetzt mal nach da oben, nach Veransiens. Die Größe der Felder und Gehöfte nimmt zu, je mehr ihr euch Veransiensis, der alten Grenzstadt im Norden, nähert. Die alte Stadtmauer ist für die heutige Siedlung viel zu klein. Überall schmiegen sich kleine Hütten und hier und da selbst prächtige Anwesen von außen an die Mauer. Irgendwo an der Südmauer müsste sich das Haus befinden, auf das Hinsen uns hingewiesen hat.
Wir brauchen die Glocke, wenn wir den Weg durch die Berge öffnen wollen. Geh zum Großarchiv. Ihr versucht Einlass in die Stadt zu bekommen, aber die Wachen auf den Mauern sind unnachgiebig. Die Ork-Armeen im Süden und die Bewegungen des Toten Landes haben den Rat der Stadt veranlasst, die Hansiensis abzuriegeln. Du versuchst dir die Enttäuschung nicht anmerken zu lassen, aber Boindil beobachtet dich neugierig. Ist dein Haus voller staubiger Bücher wirklich so wichtig, Gelehrter? Das ist doch kein Platz für einen Zwerg. In diesem Archiv gibt es auch Bücher von Zwergen und Überzwerge. Sie haben praktisch alles, was jemals geschrieben wurde. Auch die Aufzeichnungen über die Völker des geborgenen Landes, deren Eigenheiten und Sonderbarkeiten von M.A. Heet. Ein Buch über Zwerge? Das kann nun wirklich nichts taugen. Vor allem, wie es geschrieben war, mit Y und so weiter. Dann gehen wir mal zum Haus des Sammlers. Ihr folgt den Straßen zu einem umsäumten Anwesen an der Südmauer. Der gepflasterte Weg zur Eingangstür ist gesäumt von Hortensiensträuchern. Du klopfst sachte an die Tür und nach einem Moment wird sie von einem dicklichen Mann in teuren Kleidern geöffnet. Der Mann wirft nur einen flüchtigen Blick auf dich. Wir wollen nichts kaufen. Er will die Tür wieder schließen, ohne eine Antwort von dir abzuwarten. Moment, ich habe stelle den Fuß in die Tür. Du stellst deinen Fuß in den Türspalt. Wartet, ihr habt eine seltene Glocke. Feuerfresser, nicht wahr? Der Mann hält inne. Feuerfresser? Woher? Ehe er seinen Satz beenden kann, drängt sich eine rothaarige Frau an ihm vorbei. Sie trägt ähnlich teure Kleidung und ist stark geschminkt. Nach einem strengen Blick von ihr verschwindet der Mann im Haus. Ihre blaugrünen Augen mustern dich. Woher weißt du davon, Kleiner? Jemand in der Stadt hat mir davon erzählt. Ich habe es von jemandem in der Stadt gehört. In der Stadt? Die Stadt, deren Tore für jedermann verschlossen sind? Natürlich, das glaube ich dir sofort. Scher dich zu Tion, Unterirdischer, und komm nicht wieder! Bevor du etwas erwidern kannst, wird dir die Tür vor der Nase zugeschlagen. Du gehst zurück zum Rest der Gruppe. Sieht nicht aus, als wäre es gut gelaufen. Soll ich vielleicht mein Glück versuchen, Tungdil? Ich kann sehr überzeugend sein. Ja, schicke Rodario. Mit eleganten Schritten folgt Rodario dem von Hortensiensträuchern gesäumten Weg zur Eingangstür. Er klopft schwungvoll an und wenig später wird die Tür von der rothaarigen Frau geöffnet. Als sie Rodario sieht, hellen sich ihre Züge auf. Sie öffnet die Tür ganz und macht einen zaghaften Schritt nach vorn. Was kann ich für Sie tun? Sind Sie ein Sänger, Schauspieler oder Lautenspieler? Der Name ist Rodario, oh holde Maid, begnadeter Schausteller, Mime und Dramatiker zu euren Diensten. In vollendeter Eleganz zieht sich Rodario den Hut vom Kopf und verbeugt sich. Wundervolle Rosenbüsche. Wundervolle Hortensiensträucher, Hibiskussträucher, wundervolle Hortensiensträucher habt ihr. Mir sind eure wundervollen Hortensiensträucher aufgefallen. Ihr habt einen exquisiten Geschmack. Die blaugrünen Augen der Frau funkeln entzückt und Rodario kann sich ein siegessicheres Lächeln nicht verkneifen. Ihr seid ein Charmeur, Herr Rodario. Sicher schmeichelt ihr doch jeder Dame so, oder etwa nicht? Oh, mitnichten, meine Liebste, ich kann nur nicht umher, wenn mir eine Schönheit wie euresgleichen begegnet. Oh, spielt nicht mit meinen Gefühlen, Herr Rodario. Ihr habt doch sicher nicht einmal auf meine Augenfarbe geachtet. Spielerisch dreht sie ihren Kopf weg, um ihr Gesicht zu verbergen. Ja, Graublau, welche wundervolle Farbe eure Augen haben. Ich weiß, es war etwas Bläuliches. Ich weiß nur nicht mehr, was Blaugrün oder Graublau. Die Frau hebt den Kopf und in ihren blaugrünen Augen spiegelt sich die Enttäuschung wieder. Ich denke, ihr geht nun besser, Herr Rodario. Guten Tag. Ohne eine Antwort abzuwarten, verschwindet die Frau im Haus und schließt die Tür. Mit hängenden Schultern kommt Rodario zur Gruppe zurück. Es war nicht mein Tag, Herr Tungdil. Ich befürchte... Naja, du hast es wenigstens versucht. Gehen wir nochmal zum Haus. Du gehst zurück zum Haus und klopfst erneut. Du wartest und wartest. Doch niemand öffnet die Tür. Du klopfst erneut, diesmal bestimmter, und nach einem Moment öffnet die rothaarige Frau die Tür. Sie sieht dich wütend an. Sagte ich nicht, du sollst nicht wiederkommen?
Ah, es tut mir leid, aber ich brauche die Glocke wirklich. 800 Goldstücke und du kannst die Glocke mitnehmen. Solange du mich dann in Ruhe lässt. Gut, 800 Goldstücke. Das ist eine stattliche Summe. Aber gut. 800 Goldmünzen für die Glocke. Die Frau nimmt dir den Goldbeutel mit einem breiten Grinsen ab und verschwindet in der Tür, welche mit einem lauten Knall zuschlägt. Hallo? Wurdest du betrogen? Dir wird bewusst, dass du die Glocke nie gesehen hast. Die Tür wird wieder geöffnet. Der Herr des Hauses schiebt eine Schubkarre mit einem großen Gegenstand in einem Sack nach draußen. Viel Spaß mit Feuerfresser. Der Mann lädt die Glocke mit einem dumpfen Gong auf dem Boden ab. Er scheint alles andere als erfreut, dass seine Frau die Glocke verkauft hat. Ja, wir haben jetzt wenigstens die Glocke. Ihr habt in den Bergen eine Art Kolosseum. Habe ich da jetzt was Neues? Nö. Aber wir haben die Glocke. Da. Eine alte Glocke, teilweise mit Ruß bedeckt. Ja, weil sie Feuer gefressen hat. Jetzt müssen wir nur noch Orks töten. Die patrouillieren halt immer hin und her. Mal gucken, ob ich im Fahlbach noch was finde. Das Fischerdorf wirkt so geschäftig wie eh und je. Samuel, der Fischer, arbeitet wieder an seinem Boot und schaut auf, als ihr euch nähert. Oh, schon wieder zurück in Fallbach? Wenn ihr ans andere Ufer wollt, setze ich euch für 10 Proviant oder 20 Gold über. Nein, danke. Im Moment nicht, danke. Soll mir recht sein. Wenn ihr es euch anders überlegt, wisst ihr, wo ihr mich finden könnt. Gut. Gehen wir Orks jagen. Unser Proviant wird nur langsam knapp. Jawohl, Orks. Hier steigt der mittlerweile nur allzu bekannte Gestank von Talg und Fett in die Nase. Du weißt, was das bedeutet. Orks kloppen, Orks kloppen. Ja, ich hab Spaß dran. Das sind Orks. Die muss man verkloppen. Außer man spielt Warcraft. Oder Warhammer oder Spellforce. Ja. Ein paar Boglins, die können wir mit Standardangriffen töten. Vor allem, weil sie ziemlich schnell irgendwie umgehauen werden. Ja. So gut wie erledigt. Persönliches. In Ordnung. Sehr gerne. Ich habe gar nicht so zugeschlagen. Auf den Weg. Jetzt kommt das Hauptgericht. So, hauen wir mal ordentlich drauf. Hier kommt dein Ende. Nichts Persönliches. Er hat sich ja kaum gewehrt. Das ist nicht. Da ist übrigens gleich schon mal ein Ogre. Das ist Pech für dich. Oink, oink, kleines Schweinchen. So, Tongdil macht die platt. Weiter. Boah, eklig. Und der Ogre ist auch platt. Das geht noch nicht. Erledigt. Einer weniger. Ja? So also gut wie erledigt. So. Bin unterwegs. Ja, ja. Dasselbe hier drüben nochmal. Jo. Was ist? Sehr gerne. Schon übertrieben, wie viele Angriffs- Aktionspunkte Boyen da mittlerweile hat. Was denn? Und jetzt? Da bist du platt, oder? Was denn? Bin unterwegs. Das ist Pech und weiter. Für dich. Oh, ein Boglin. Bin unterwegs. So gut wie erledigt. Noch mehr Boglins. Solche Kreatur.
aber klar.